Herzlich willkommen, liebe PSD-Herzfahrerinnen und Herzfahrer. Auf die Plätze, fertig, los! Warum bist du dabei? Weil meine kleine Schwester auch herzkrank ist. Es ist einfach der Gemeinschaft ein bisschen helfen und deswegen ist es eine tolle Sache, dass man sich ein bisschen einbringen kann. Weil es einfach aber Spaß macht, ne? Und für Newtons Zweck. Das ist dieses Radfahren in der Gruppe, die alle für denselben guten Zweck fahren. Das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Man trifft viele Leute, seien es Kollegen, ganz Fremde, Patienten, Eltern. Es macht wahnsinnig Spaß. Unsere Tochter ist mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt gekommen und ist selbst im Alter von 4 Wochen dort operiert worden. Und sie haben uns wirklich sehr, sehr geholfen und sie gesund gemacht. Und das möchten wir gerne unterstützen. Man merkt, dass man eine große Familie ist, die gemeinsam solidarisch für einen guten Zweck sich anstrengen. Come on. Was mir besonders gut gefällt, ist, so viele ehemalige Patienten auch mitfahren oder Menschen, die schon ganz lange zum Beispiel mit einem Spenderherz leben. Wir sind eine Herzkindfamilie und sind deswegen mit ganzem Herzen dabei. Ich wurde 15 Stunden lang 2019 operiert. Und freue mich sehr darüber, dass ich jetzt mitfahren kann. Wie geht's dir heute? Gut, ja. Wir haben ein Team, Team Herzschlag, und dieses Team hat 3679 Kilometer geschafft. Team Herzschlag! Jedes Mal wieder eine Gänsehaut. Die Leute freuen sich, uns zu sehen. Wir freuen uns, sie zu sehen. Und jedes Mal freuen sie sich mit uns, dass wir wieder eine tolle Spendensumme erreichen. Wir machen das jetzt zum 9. Mal als ADFC. Unsere Mitglieder sind über 15.000 Kilometer geradelt in der letzten Woche, sind so 50 plus von uns hier. Und das ist für uns einfach wichtig, mit dabei zu sein. Weil wir damit eine gute Sache unterstützen und das mit dem Radfahren zu tun, ist eine Verbindung von Spaß am Radfahren und was Gutes bewirken. Ich bin selber passionierter Radfahrer und als ich dann gesehen habe, Radfahren gegen Spenden, dachte ich mir, sensationell, da muss ich mitmachen und bin auch die ganze Woche gefahren. Es wird immer spannender und immer mehr Fahrer machen mit. Es spricht sich rum, über 2000 Fahrer sind diesmal dabei und vor allen Dingen deutschlandweit. Fast alle PSD-Banken beteiligen sich, das heißt deutschlandweit wird hier gerade für die herzkranken Kinder. Also es macht total Spaß und ich glaube, es sollte auch niemals aufhören, dass wir das tun. Wir starten gleich unsere 4. Runde und versuchen zusammen so auf 10 Runden, 15 Runden zu kommen. Das ist unsere Mission für heute. Mir ist einfach nur heiß. Für mich hat das wieder wahnsinnig viel Spaß gebracht und ich habe ganz viele Gesichter gesehen, die leuchten und strahlen und denen es allen Spaß gemacht hat, für einen wirklich sinnvollen Zweck gemeinsam hier in die Pedale zu treten. Und wer mal gesehen hat, wie sich die Behandlung im Laufe der Jahre entwickelt hat und wie viele Chancen sehr kranke Kinder dadurch bekommen, groß zu werden und aufzuwachsen, freut sich einfach, dass er dabei sein kann. Es gibt ja noch andere Herzzentren und andere Kinder, die krank sind in Deutschland. Und wir haben es geschafft, hier aus Berlin heraus das weiterzutragen, damit ganz Deutschland radelt für den guten Zweck. Also ja, wir hören niemals auf.